weil unser Wohlstand auf 200 Jahren CO2-Emissionen aufgebaut ist. Dieses Pariser Klimaabkommen liegt mir wirklich am Herzen. Und sorry, aber bei allem Respekt, es stimmt einfach nicht. Alle Staaten dieser Welt haben dieses Pariser Klimaabkommen unterschrieben. Die Industriestaaten haben sich dazu verpflichtet, als erste klimaneutral zu werden, weil unser Wohlstand auf 200 Jahren CO2-Emissionen aufgebaut ist, nämlich bis 2050 klimaneutral zu werden. Und das ist auch die Leitplanke der 30 EU. 30 von 200 also, Ländern haben ein Mengenziel akzeptiert jetzt, für sich. Darf ich jetzt ganz kurz noch mal? Also, alle haben das unterschrieben. Ich war bei den Verhandlungen in Paris damals auch mit dabei. Und 2050 Klimaneutralität der EU orientiert sich also nicht an grünen Vorstellungen, sondern am Pariser Klimavertrag. Und die anderen Länder, die Sie jetzt meinen, die erstmal keine Budgets haben, die haben sich dazu verpflichtet, in der zweiten Jahrhunderthälfte, also 2075 spätestens, klimaneutral zu werden. Und auf diesem Weg befinden wir jetzt uns. Wie sich herausstellen sollte, hätte Frau Baerbock das Pariser Klimaabkommen lieber nicht erwähnen sollen. Diese Steilvorlage wusste Herr Professor Sinn für seine Argumentation zu nutzen. Verpflichtet die anderen. Es gibt ja keine verbindlichen Verpflichtungen. Sie haben den Vertrag unterschrieben. Es gibt keinen Kontrollmechanismus über das, was sie tun, keine Strafen oder Sanktionen, sondern nur Wischiwaschi. Ich meine, dass ich alle Länder der Erde dazu kriege, sowas zu unterschreiben, wenn für zwei Drittel der Länder da überhaupt keine bindende Verpflichtung ist, ist doch klar. Die Amerikaner sind aus dem Abkommen ausgestiegen. Das ist wirksam geworden im Herbst, im November letzten Jahres. Damit ist er mal der größte Player schon nicht mehr dabei. Und das ist das Problem. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden sich aus dem Pariser Klimaabkommen zurückziehen. Wenn die anderen nicht mitmachen und wir unilateral jetzt vorgehen, haben wir ein Problem. Dann machen wir unsere Industrie vielleicht kaputt. Die CO2-Verordnung der EU vom Herbst des Jahres 2018 hat so massive Grenzwerte für den CO2-Ausstoß, dass die deutsche Automobilindustrie damit in Schwierigkeiten kommt. 2,2 Liter sollen an Dieseläquivalenten pro 100 Kilometer anfallen. 59 Gramm CO2 pro Kilometer. Das ist sozusagen der Grenzwert, das kann man übersetzen, der 2,2 Liter Dieseläquivalente. Das kann sich jeder ausrechnen, dass das so gar nicht geht. Das geht nur, wenn man Elektroautos in die Flotte reinnimmt. Genau. Die werden mit null angerechnet, aber jeder weiß, ein Elektroauto hat auch CO2-Emissionen. Denn überall in Europa wird der Strom auch mit Kohle gemacht. Überall. Ja, das heißt, es fließt überall auch CO2 in die Luft, während man das Elektroauto braucht. Und im Übrigen, die Batterien werden in China gemacht. Und China hat ja 80% fossile Energiequellen in seinem Strom. Immer noch, ja. Und damit kommt also sehr viel Schmutz in die Luft, wenn man auch diese Autos benutzt. Das ist ein Rechenexempel, was hier besser ist. Die einen sagen, die Elektroautos sind besser als die Dieselautos. Die anderen kommen zum anderen Ergebnis. Eine große Studie für den ADAC zeigt zum Beispiel, dass der Vergleich zwischen dem E-Golf und dem Dieselgolf bedeutet, dass der Dieselgolf CO2 günstiger ist, bis zu 219 Kilometer, 1000 Kilometer Laufleistung. Und erst da spielt das Elektroauto den Vorteil aus, weil es mit diesem schweren CO2-Rucksack kommt. Dann kann man das wieder bestreiten. Es gibt andere Rechnungen. Ich sage aber nur, Sie sagen, wir laufen da einer Lebenslüge hinterher. Ja, man kann nicht sagen, dass die EU hier recht hat mit ihrer Formel, dass Elektroautos mit null CO2-Ausstoß angesetzt werden. Das stimmt einfach nicht. Und das ist eine Mogelei. Die liegt also fast schon in der Nähe dieser Abschaltvorrichtungen. Das finde ich nicht in Ordnung, was die EU hier macht. Sie sagen, der EU-Grenzwert ist an der Grenze zur Software-Schummelei. Ja, das ist nicht in Ordnung. Das ist für mich Industriepolitik. Hier ist es natürlich so, dass manche Hersteller in Europa schon früher auf die E-Autos gesetzt haben. Die Franzosen haben eine ganze Flotte davon und sagen, jetzt machen wir das mit Strom. Wir haben den billigen Atomstrom und wir wollen in diese Richtung das Ganze drängen. Und die Deutschen sollen mal ihren Vorteil bei der Herstellung dieser Verbrennungsmotoren ein bisschen vergessen. Damit jedoch nicht genug. Auch ein AfD-Abgeordneter knöpft sich Frau Baerbock in einer brillanten Bundestagsrede vor und zerlegt genüsslich ihre Politik, während sie sich in der Regierungsbank alles anhören muss. Geehrte Frau Außenministerin Baerbock, wir haben heute den 6. September 2023 und noch immer sind die Strompreise in Deutschland ebenso astronomisch hoch wie die Preise für Gas, Öl, Benzin oder, hier sind sie etwas gefallen, Lebensmittel.
Der Lebensstandard beginnt für immer mehr Menschen in Deutschland zu sinken, Jobs gehen verloren, während Unternehmen aus dem Land abwandern oder dicht machen. Das liegt natürlich zum einen an der dümmsten Energiepolitik der Welt, wie das Wall Street Journal einmal so schmerzhaft treffend auf den Punkt gebracht hat. Und es liegt an viel zu hohen Steuern, Abgaben und einer irren Bürokratie. Kurzum, an einer grünen Industrievernichtungspolitik. Es liegt aber auch an der deutschen Außenpolitik. Wenn wir also heute über den Etat des Auswärtigen Amtes sprechen, dann reden wir nicht nur über die 6,2 Milliarden Euro, die das Haus von Frau Baerbock den Steuerzahlern direkt kostet, sondern wir müssen auch über die indirekten Kosten reden, die die Politik der Ampelregierung in Deutschland verursacht. Frau Baerbock, Sie wissen vermutlich schon, worauf ich hinaus will. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs, den auch unsere Fraktion klar verurteilt, erzählen wir Ihnen hier wieder und wieder und wieder, dass Sanktionen gegen Russland die falsche diplomatische Antwort auf diese und wieder haben wir Ihnen gesagt, dass wir damit nicht Russland schaden, sondern uns selbst, unserem Land, unserem Industriestandort und unserem Wohlstand. Und jetzt haben wir den Salat und das Geheule ist wieder mal groß. Exemplarisch darf man sich das aktuelle Cover des Magazins Der Spiegel anschauen. Alle schaffen Wachstum, wir nicht, steht da zu lesen. Während alle anderen Länder positive BIP-Wachstumsraten haben, hat Deutschland negative Wachstumsraten. Und siehe da, nachdem wir Ihnen genau das von Anfang an prophezeit haben und Sie nach anderthalb Jahren nicht mehr an der Realität vorbeikommen, sagen Sie selbst, Frau Baerbock, ich zitiere, eigentlich hätte wirtschaftliche Sanktionen wirtschaftliche Auswirkungen. Das ist aber nicht so, Zitat Ende. Und auch da muss ich Sie korrigieren, Frau Baerbock, Ihre Sanktionen haben wirtschaftliche Auswirkungen und zwar negative, aber eben nicht auf Russland, sondern auf uns selbst. Das Land, dem Sie mit Sanktionen schaden wollten, hat ein Wirtschaftswachstum, während unsere Wirtschaft schrumpft. Das Schrumpfen unserer Wirtschaft sieht man exemplarisch auch an den Geldabflüssen aus Deutschland. Rund 125 Milliarden Euro an Direktinvestitionen flossen 2022 aus Deutschland ab, als im gleichen Zeitraum in die Bundesrepublik investiert wurde. Das heißt konkret, dass deutsche Unternehmen im Ausland ca. 135 Milliarden Euro investiert haben, während ausländische Unternehmen in Deutschland gerade einmal 10,5 Milliarden investiert haben. Es geht also viel mehr raus als rein, Faktor 13. Dass das ein Riesenproblem ist, liegt auf der Hand. Und da wäre es an der Zeit, dass Sie als Außenministerin sich mal an Ihre Kernaufgaben erinnern, und zwar die Vertretung deutscher Interessen. Es wäre an der Zeit, dass Sie mal Ihren Charme spielen lassen, ein paar Staatsbesuche machen und neue ernsthafte Partnerschaften auf Augenhöhe begründen. Aber Sie machen leider das Gegenteil. Ich will stattdessen noch auf einen anderen Punkt eingehen, den ich Ihnen und Ihrer gesamten Ampelregierung besonders übel nehme, weil er unserem Land im internationalen Ansehen in einem Ausmaß geschadet hat, das wir jetzt noch gar nicht vorausberechnen können. Als am 26. September letzten Jahres die Nord Stream Pipelines gesprengt wurden, vernahm man von dieser Bundesregierung im Wesentlichen nichts als Schweigen. Jeder auf dieser großen, weiten Welt hat gesehen, dass Deutschland nicht in der Lage ist, seine Infrastruktur zu schützen und dass seine Regierung weder willens noch in der Lage ist, die Verantwortlichen zu finden und zur Verantwortung zu ziehen. Wer soll uns denn bitte international noch ernst nehmen? Durch diese Regierung sind wir von einer weltweit respektierten und führenden Industrienation zu einem internationalen Witz geworden. Und es ist kein Wunder, dass jetzt auch Ihre heißgeliebten EU-Partner mehr und mehr ihr eigenes Ding machen. Spanien und Belgien zum Beispiel sind jetzt nach China die zweit- und drittgrößten Importeure von russischem LNG. Da geht sie hin, ihre Solidarität in der EU. Ab jetzt heißt es ganz offenbar, rette sich, wer kann. Und glücklicherweise erkennen das auch jeden Tag mehr Wähler in Deutschland. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.